Hallo und ganz herzlich willkommen. Das Video heißt Der Dieselmotor – Aufbau und Funktion. Du kennst bereits Wärmekraftmaschinen und den Ottomotor. Nachher kennst du den Aufbau und die Funktionsweise des Dieselmotors. Du kannst Vor- und Nachteile im Vergleich zum Ottomotor erklären. Erstens zur Geschichte. Erfunden wurde der Dieselmotor im Jahre 1893. Und zwar, ihr werdet es nicht glauben, von Rudolf Diesel. Eine der ersten großen bedeutsamen Anwendungen gab es auf der Fram, einem Forschungsschiff für Polarexpeditionen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com